Hallo Leute, ich bin Alex von German Bell Talk und heute habe ich erneut ein Unboxing für euch. Und zwar das der Wrestle Crate UK Box. Wrestle Crate ist ein Service, der euch jeden Monat eine dieser Boxen hier zu euch nach Hause kommen lässt. Und die ist immer prall gefüllt mit sämtlichen Wrestling-Goodies von Independent League bis hin natürlich zu AEW und der WWE. Und wir schauen wie in jedem Monat, was hier so alles Tolles drin ist. Doch bevor wir zum eigentlichen Unboxing kommen, möchte ich zur Box mal kommen. Denn die ist geschrumpft. Die ist mächtig flach geworden im Vergleich. Ich habe das hier mal mitgebracht zu einer normalen Box. Ist die dann doch ganz schön geschrumpft. Das liegt daran, dass das hier die Wrestle Crate Lite-Version ist. Und ich denke mal, dass dann in dieser doch größeren Box die Vollversion ankommen wird. Deswegen lassen wir uns da mal überraschen, was hier wirklich jetzt noch drin ist. Und ich würde sagen, wir finden es heraus, indem wir es einfach aufmachen. Wir starten natürlich mit dem Gratis-Wrestling-Content und den gibt es mal wieder nicht in DVD-Form, sondern hier als QR-Code und das Ganze dann auf YouTube. Wir haben eine Show von IWA aus Puerto Rico, das Junior Heavyweight Tournament von 1999. Unter anderem Jeff Hardy mit dabei, wenn ich dem auf dem Bild hier Glauben schenken darf, Tajiri, Christopher Daniels, also so nur mal ein paar Namen, die man durchaus kennt. Ja, gratis Wrestling-Content kann man sich durchaus geben. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Autogramm in diesem Monat und dieses ist von Casey Owens. Und ich kenne sie jetzt persönlich nicht und müsste da jetzt auch erstmal suchen, wo sie denn herkommt, welche Promotion das. Vielleicht könnt ihr mir das schreiben. Ihr habt mir da tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal echt geholfen. Und dieses Autogramm, und das zeige ich euch nachher auch nochmal, sollte aber wohl gar nicht in der Lite-Version drin sein. Weiß ich jetzt nicht, ob das ein Versehen war, aber ich freue mich natürlich als Autogrammjäger über auch dieses Autogramm von Casey Owens. Das T-Shirt in diesem Monat ist richtig cool. Ich habe nur die Karte gelesen, über wen dieses T-Shirt geht in diesem Monat, und es ist über The Hunter. Und da konnte ich mir erstmal nichts drunter vorstellen, wer das denn ist. Dann habe ich das T-Shirt aufgemacht und ich zeige es euch mal. Das ist richtig cool. Es ist einfach ein T-Shirt zu Triple H. Boah, das sieht mega cool aus. Als Skull King hier auf seinem Thron mit dem Hammer. So eine Art Tarotkarte würde ich jetzt mal sagen. Unten drunter Schriftzug The Hunter. Zeige ich euch natürlich nachher nochmal aus der Nähe, aber das sieht schon richtig cool aus. Also gefällt mir wirklich gut dieses T-Shirt hier zu Triple H. Und dann kommen wir natürlich auch schon zum Highlight dieser Box. Dieses ist wieder ein Autogramm. Freut mich natürlich persönlich. Und es ist wieder mal von einem AEW Star. Es ist ein Autogramm von Powerhouse Hobbs. Und das ist so cool und ich erzähle das, glaube ich, in fast jedem Unboxing, wo es ein Autogramm von AEW oder WWE Superstars gibt. Es ist einfach so einfach, an diese Autogramme heranzukommen über diese Box, an die man sonst überhaupt nicht kommen würde. Und das finde ich halt, das ist das Geniale dazu. Powerhouse Hobbs, also dieses Mal, was soll ich denn noch dazu sagen? Das ist richtig, richtig geil. Und zu guter Letzt kommen wir natürlich noch zu dem Wrestle Crate Lootbook. Das ohne Umschweife zeige ich euch direkt aus der Nähe. Und da schauen wir uns nochmal gemeinsam das Wrestle Crate Lootbook an. So nenne ich es natürlich. Es ist der Item Guide für den Monat Juli 2024. Und wir sehen hier nochmal alles das, was so eine kleine rote Box hat. Das haben wir bekommen. Und bei Casey Owens fehlt das Ganze. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so geplant war, dass wir das drin hatten. Wie gesagt, ich freue mich natürlich wirklich sehr darüber. Was ich euch nicht zeigen konnte, das ist der Zach Gibson Wrestle Buddy, das Stained Glaze Stone Cold Pin und eine Leon Slater Sammelkarte. Die konnte ich euch nicht zeigen. Was ich euch aber im nächsten Monat zeigen kann, das ist das Autogramm. Und das ist mal wieder von einer Wrestling-Legende sondersgleichen. Wir bekommen ein Autogramm von Hexer
Jim Duggan. Und darauf freue ich mich schon richtig, richtig. Und ja, was alles in diesem Monat nochmal drin war, das zeige ich euch jetzt eine Etage weiter unten. Und hier gibt es nochmal den Gesamtüberblick über den Monat Juli. Wir beginnen natürlich wie immer mit der Box und darauf muss ich jetzt nochmal hinkommen. Die ist wirklich sehr klein. Also da passt das T-Shirt und die Autogramme perfekt rein. Mit dem Wrestle Buddy wird es da tatsächlich schon schwierig. Und vor allen Dingen, das finde ich auch ganz interessant, die geht jetzt so auf. Also nicht mehr nach hinten, sondern so seitlich. Ganz interessant. Ich finde die gar nicht so verkehrt, die Box. Für eine Light-Version ist das okay. Wir beginnen natürlich hier mit dem gratis Wrestling-Content von IWA, der Puerto Rico Show Junior Heavyweight Tournament 1999. Das kann man sich auf YouTube geben. Wir haben den Item Guide, dann das erste Autogramm von Casey Owens. Das Artwork gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier nochmal das T-Shirt von The Hunter. Ist natürlich Triple H gewidmet, finde ich sehr, sehr cool. Seine Signature Pose. Das Ganze als Skelett vor einem Thron, der Hammer. Und das Ganze dann am Ende natürlich auch als Tarotkarte. Richtig, richtig cool. Und dann natürlich das Autogramm von Powerhouse Hobbs. Auch wenn die Box sehr klein ist, sie ist doch prall gefüllt, das muss man hier tatsächlich sagen. Und ich feiere die Items so oder so. So Leute, das war es also mit dem Unboxing für diesen Monat und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ihr auch so eine Box hier zu euch nach Hause holen wollt, folgt einfach mal dem Link unten in der Videobeschreibung. Es ist wirklich mega easy und es lohnt sich selbst mit einer so flachen Box. Aber ihr habt gesehen, die Autogramme und was, das ist schon alleine dafür. Das T-Shirt in diesem Monat war wieder richtig, richtig Bombe. Was will man mehr? So Leute, und am Ende bleibt mir natürlich nicht viel übrig, außer euch zu danken fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns beim nächsten wiedersehen. Bis dahin habt noch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, haut rein. Ciao.